Servus Leute und willkommen zu einem neuen Destiny 2 Guide von mir, dem Ilias. Mit dem Reset heute am 7.7.2020 ist die Quest für das exotische Spurgewehr Verfallenes Abbild live und ich möchte euch fix durch die einzelnen Questschritte führen. Ich bin mega gespannt auf dieses exotische Spurgewehr, es ausgiebiger zu testen und dann hoffentlich auch eine Review nachzuschieben. Deswegen werde ich dazu jetzt gar nichts weiter sagen. Es geht hier nur ganz schnell um die einzelnen Questschritte und um den einen oder anderen Tipp, den ich euch geben kann, damit ihr die Quest-Steps noch etwas schneller erledigen könnt. Also, legen wir direkt los. Der erste Quest-Schritt nennt sich Send-Schreiben. Suche den Prisma-Umformer im Anbau des Turmes beim Vagabunden auf. Dann der zweite Quest-Schritt, Geschenk. Schließe die Mission Interferenz auf Io ab. Bis dahin alles klar. Dann der dritte Quest-Schritt nennt sich Pendel. Sammle Fragmente kalzifizierten Lichts auf Io, Mars und Merkur, indem du den NAV-Modus deines Geistes benutzt. Besiege Savatuns Marionetten auf Io und Titan. Eris glaubt, dass uns die Pyramiden ein Geschenk in einer Form anbieten, die wir verstehen werden. Waffen. Aber der Zweig brodelt vor instabiler Dunkelheit. Also, wir müssen hier zwei Dinge tun. Zum einen 25 Fragmente kalzifizierten Lichts sammeln. Das läuft ganz einfach über den NAV-Modus des Geists. Und dann sollten wir 15 Savatuns Marionetten besiegen. Das kann etwas länger dauern. Savatuns Marionetten, die findet man für gewöhnlich im Kontakt-Event. Ein kleiner Tipp hier an dieser Stelle von mir. Sucht euch einen Kumpel oder zwei, geht auf Io, aber nicht zu den Kontaktevents, um dort eben im heroischen Modus diese Marionetten zu erledigen, sondern geht auf die Seite in Io, auf der diese Woche das Kontaktevent nicht aktiv ist. Dort sind nämlich regelmäßig so Mini-Events aktiv, bei denen ein besessener Boss inklusive Savatuns Marionette spawnt oder sie spawnt, also die Marionette spawnt, nachdem ihr den Boss besiegt habt. Ja. Macht ihr das in einem Team, sind die Bosse inklusive Marionette mega schnell erledigt. Und ihr müsst dann nicht immer das ganze Event durchlaufen. Also auch alleine ist es machbar, so ist es nicht. Nur natürlich zu zweit oder zu dritt sind die Bosse wesentlich schneller gelegt. Das dürfte dann gar kein Problem sein, dann habt ihr das richtig schnell erledigt. Kommen wir schon zum vierten Questschritt. Da heißt es, besiege Ziele mit Leere-Schaden. Erziele Präzisions-Multikills und schließe Gambit- oder Abrechnungsmatches ab. Höhere Abrechnungsstufen, das Besiegen von Eindringlingen oder Siege als Eindringling gewähren zusätzlichen Fortschritt. Der Zweig ist zwar temperiert und gebunden, hat im Kern aber immer noch eine unersättliche Leere. Finde eine Kraft, von der er sich ernähren kann. Also, bei diesem Questschritt müssen wir drei Anforderungen erfüllen. Zum einen 100 leere Kills. Das müsste auch am schnellsten gehen und läuft ziemlich parallel. Hier empfehle ich als Waffe so etwas wie die Magenknurren, die Einsiedlerspinne oder auch ein leere Maschinengewehr, wie zum Beispiel die Hammerhead. Mit allen drei Waffen könnt ihr auch sehr gut das nächste Questziel dann erfüllen, nämlich die 25 Präzisions-Multikills zu machen. Soweit ich weiß, zählt es Multikills ab drei schnellen Kills hintereinander. Also ja, ist eigentlich nicht wirklich schwer, dürfte jeder schnell haben. Das, was etwas länger dauert, ist der letzte dieser drei Schritte, dass wir 18 Punkte durch Gambit oder Abrechnungsmatches sammeln müssen. Hier die Empfehlung, macht es nicht allein, geht am besten mit einem Team von Freunden rein und macht die Abrechnung auf Stufe 3. Denn die höheren Stufen geben mehr Punkte und in einem Team sind diese dann auch super schnell erledigt. Wenn ihr selber jetzt Abrechnung auf Stufe 3 gar nicht spielen könnt, nicht schlimm. Es muss nur einer der Freunde Abrechnung Stufe 3 freigeschaltet haben und dann könnt ihr alle mitjoinen. Das ist gar kein Problem. Habt ihr das erledigt, kommen wir schon zum fünften und letzten Questschritt, Formgebung. Entschlüssele dein Geschenk am Umbral-Dekodierer. Der Zweig ist gesättigt und in ein Engramm eingebunden, das aus den Beschwörungsformeln von Eris geformt wurde. Das Geschenk ist bereit, seine wahre Form anzunehmen. Tja, und das war es eigentlich schon zu dem Guide. Also ziemlich schnell, fix müsste das Ganze sein. Dann habt ihr das neue Spurgewehr, Verfallenes Abbild, auch schon in euren Händen. Sagt mir, wie euch das Ganze gefällt, wie euch das Spurgewehr gefällt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in dem nächsten Video wieder.
Bis dahin verbleibe ich noch mit schönen Grüßen, euer Elias. Ciao.